Mein Name ist Timo Pintak, ich bin aus Köln, ich bin Trainingsleiter bei Fitness First und arbeite zudem noch als Personal Trainer in dem Studio. Also Monika und ich, wir hatten heute unser erstes Training zusammen und ich habe angefangen, dass wir ein ganzheitliches Training machen. Das heißt, wir haben ein leichtes Aufwärmen gemacht, Mobilisationsübungen am Anfang und dann von den Übungsvarianten eher zu sehen, dass wir alltagsnahe Übungen machen. Das heißt, wir haben eine Kniebeuge gemacht, Ausfallschritt, eine Bewegung, wo wir uns ranziehen, wo wir was wegschieben und nach oben ziehen, im Rotationsbereich arbeiten. Das war so der Aufbau des Trainings. Wenn ich mit älteren Kunden zusammenarbeite, muss ich natürlich darauf achten, dass ich die Übung etwas leichter gestalte, viel mit dem eigenen Körpergewicht arbeite. Und wenn das zu schwer ist, habe ich bei Monika zum Beispiel festgestellt, dann habe ich die TRX-Bänder genommen und darüber habe ich die Möglichkeit, Belastung rauszunehmen, dementsprechend die Übung leichter für sie zu gestalten, weil sie nicht mehr mit dem kompletten Körpergewicht arbeitet, sondern mit weniger. Die Trainingseinheit mit Monika habe ich heute bewusst draußen gewählt, weil das Wetter einfach so schön war, habe ich gesagt, wir machen heute draußen eine Trainingseinheit, weil im Endeffekt kann ich auch das, was ich drinnen mache, von den Bewegungen, die wir heute trainiert haben, auch nach draußen verlagern. Nach dem Training, was wir draußen durchgeführt haben, bin ich mit Monika noch ins Schwimmbad und wir haben da noch an ihrer Kraultechnik ein bisschen gearbeitet, da sie mir erzählt hat, dass sie in ihrer Freizeit sehr viel schwimmen geht, unter anderem aber auch nur Kraul schwimmt. Das hat den Vorteil bei ihr, dadurch, dass sie auch ein paar Knieprobleme hat, ist der Kraulbeinschlag besser fürs Kniegelenk und darauf sind wir so ein bisschen eingegangen. Ich habe mir auch angeschaut, wie ist der Atemzyklus bei ihr und das habe ich dementsprechend ein bisschen verbessert und korrigiert. Im Schwimmbad habe ich natürlich immer die Möglichkeit, ganz viel Belastung, Körpergewicht rauszunehmen und mit dem Wasserwiderstand zu arbeiten und darüber mit dem Kunden noch mal spezieller zu arbeiten. Monika hat sich in ihrem ersten Training sehr gut verhalten. Sie hat die Übung sehr gut aufgenommen, sehr gut nachgemacht und dementsprechend sehr gutes Potenzial, um da weiter zu trainieren. Sport hält uns natürlich jung.